Was findet man? Kann, natürlich kein Maschinengewehr. Nein, nein. Tomatensamenpäckchen. Das waren hier die ganz grünen, ne? Ai. Ja, was machen die? Werfen die das auf mich und ich explodiere dann oder was? Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge DayZ. Ja, es regnet schon wieder. Toll! Richtig schön, da ist noch unsere Bude alles. War da auch gerade schon mal drin. Da ist nichts Besonderes los. Mir ist gerade was Blödes aufgefallen. Wir haben keinen Hammer. Wir haben keinen Hammer, das ist wirklich blöd. Und wenn man eine Basis baut, ist mir auch jetzt aufgefallen. Nimm mal kurz das Klebeband mit. Wo war denn die Basis, wo die hier im Wald hatten? War die da hinten rechts im Eck? Nein. Der Donnergott ist wieder böse. Ja, hier. Das wusste ich auch lustigerweise noch nicht. Wenn ich hier drauf hau, also von der Seite, kann ich den Zaun wesentlich schneller demolieren, als wenn ich von der richtigen Seite drauf hau. Also von hier jetzt beispielsweise. Klar, das ist Metallwand, da geht es noch langsamer, aber tendenziell geht es so. Schneller, wenn ich von der inneren Wand. Ist ja auch klar, ne? Und ja. Dann müssen wir halt jetzt mal googeln. Ich brauche auf jeden Fall gleich mal ein paar Sticks. Und wir tun da mal was hinbauen und dann hoffentlich finde ich noch einen Hammer. Sonst haben wir ein kleines, mittleres Problem. Und ja. Und ich hoffe, dass wir nicht von einem Blitz getroffen werden oder sowas in der Art. Hä? Das hoffe ich wirklich nicht. Zerschneiden wir hier mal den Busch. Ah. So. Hier, ah, Stöcke. Habe ich die. Ja, ich habe vorhin ein bisschen rumgeschnetzelt schon mit mein Zeug da. Also nicht wundern. Drei. So. Und dann normalerweise hier. Zaunset herstellen normalerweise. War doch so, hoffe ich, dass es noch so ist. Gut. Jetzt lege ich den Stock da weg. Nee, hier noch das Klebeband. Ah, Mann. Ist ein bisschen blöd, dass das Klebeband hier liegt. Ich lege es mal ein paar Meter weiter hier runter. Das werde ich hoffentlich noch sehen. F. In die Hand nehmen, halten. Ich will es zumindest schon mal aufstellen. Also ich habe auch mitbekommen, wenn ich innen drin stehe, ist es die falsche Seite. Also ist es auch innen. Also das heißt, wenn ich hier jetzt platzieren drücke, so, dann sollte das hier jetzt auch innen sein, wo ich mich hier jetzt hier befinde. Wenn es so weiß ist, dann können wir es auch platzieren. Hoffentlich kriege ich dann das. Ah, müssen wir ausprobieren. So. Platziere es mal hier einfach. Blopp. Dann. Das müssen wir mal schauen, wie das jetzt da klappt, genau. Wie gut es klappt, vor allem. So, dann können wir jetzt schon mal ein Bäumchen fällen. Hier liegt noch unser Klebeband. Fällen wir jetzt einfach schnell hier mal den Baum. Ein paar gezielte Hiebe. Dann wird das hier gut sein. Ich baue jetzt hier meine Basis aus einem Grund. Okay, das war ein zu kleiner Baum scheinbar, weil der hat nur Feuerholz. Wir brauchen natürlich ein bisschen größere Planken. Da habe ich den falschen Baum gefällt. Falls ihr euch wundert, warum wir bauen wir jetzt hier eine Basis. Ich habe öfters in den Kommentaren gelesen, dass ihr gemeint habt, dass es besser wäre, wenn man so weit außen wie möglich sich eine Basis aufbaut. Und da die Basis ja trotzdem eher verlassen aussieht, dachte ich mir, okay, den Baum merke ich mir, also die Basis da oben verlassen aussieht, dachte ich mir, dass wir hier trotzdem dann gleich was errichten, weil, es kommen hier eh viel seltener Leute halt her, weil hier halt wirklich nichts ist, es sei denn, ich werde jetzt in den Rücken geschossen. Ich habe jetzt schon gewartet. So. Axt ist wieder ganz. Wurde nicht in den Rücken geschossen. Toll.
Gut, dann drücke ich mal ein Fläschchen leer. Werden wir ein bisschen leichter. Können dann vielleicht irgendwann auch noch ein bisschen mal wieder rumrennen. Ach, dringlich leer, Gudrun. Ich bin mal gespannt. Es wird, wie gesagt, erstmal eine kleine Basis und dann können wir uns mal hocharbeiten, wenn wir mal ein Auto haben und so weiter und so fort. Das wäre natürlich mal eine tolle Sache. So. Das da reinlegen. Wir brauchen zwei von den Dingern hier. Boah. Jetzt kann ich bald gar nicht mehr laufen. Anbringen. Blub. So, jetzt bauen wir noch ein. Müssen wir noch einen großen Baum fällen und dann können wir schon mal ein bisschen, na, haben wir wenigstens eine kleine Grundstruktur. Falls es länger dauert, einen Hammer zu besorgen, weil wir können halt leider nicht mal mehr rennen. Das ist das Traurige. So. Baum fällt! So. Den Stamm hier will ich. Ja, mit einer Hand habt ihr es gesehen. Die simuliert doch voll. Ist gar nicht so schwer. Habt ihr gesehen, mit einer Hand so ein 2 Meter Baumstamm oder was das soll, einfach hochheben. Ja, das mache ich auch immer, wenn ich in den Wald reingehe. Oh, da ist ein Zombie. Das mache ich auch immer, wenn ich in den Wald reingehe. Erstmal so ein 2 Meter Baumstamm mit der Hand hochheben, mit einer Hand. Ich weiß nicht, ob es in der letzten war oder in der vorletzten. Ich glaube, es war schon wieder die vorletzte. Habe ich einen Hammer gesehen, wo? Fragt mich nicht, wo der war. Ich habe ihn nur gesehen. So, jetzt. Schaufeln und schaufeln und pop. Ah, jetzt haben wir schon mal 2 Pfosten. Blub. Unser Tool liegt jetzt auch da. Schraubenschlüssel. Also hier könnte auch potenziell ein Hammer drin spawnen. Vielleicht haben wir ja Glück und es spawnt da mal drin. So. Die Hand nehmen. Blub. Ich leg's mal da hinten hin. Vielleicht können wir eine Kiste noch bauen oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, für Kiste. Oh. Was für ein Glück habe ich. Server will be restarted in 30 Minutes. Schön. Danke sehr. Gut. Jetzt haben wir hier Zaun. Materialien. Ich könnte jetzt hier theoretisch gleich das da verwenden. Blub. Dann wird es, glaube ich, gleich. Ein Tor oder so. Nägel und Nägel habe ich hier auch nochmal welche. Können wir die direkt hier nehmen? Holz können wir von da oben nehmen. Ja, brauchen wir halt nur noch Hammer. Traurige Sache. Gut, aber wir bedienen uns erstmal da oben, würde ich sagen. Weil, warum nicht, ne? Wenn es schon mal da liegt, kann man es ja mal nutzen, ne? Naja, wie beim Weißen Haus, wie beim Weißen Haus. Anbringen. Blub. Ist halt blöd, wenn man keinen Hammer hat. Hab ich einfach keinen Hammer, ey. Ich glaube, ich hole auch gleich mal ein paar Stahlplatten. Und so einen Schrott. Weiß auch nicht, ob wir überhaupt genug Nägel haben. Weil ich glaube, hier drin sind 70 Nägel oder so. Auspacken. Ja, 70 Nägel. 20, ich glaube, da haben wir genau 10 Nägel zu wenig. ich glaube, so wird es rauslaufen. Ich glaube, wir haben echt 10 Nägel dann zu wenig. Wir haben auch ein kleines Munitionsproblem, muss ich sagen. Weil von der Waffe haben wir nur 60 Schuss. Na? Ich hätte gern mehr Munition für diese Waffe hier als für meine KS5 oder was das war. Wo ist er denn? Hier. SG5, so, sorry. Aber im Prinzip KS5 ist auch fast, wie das Ding heißt. Ist egal, wie das Ding heißt. Bock mich nicht. Ja, ich weiß, die machen nicht sehr viel Schaden, die 9x19mm, aber wenn man nicht. Man muss halt mit das kämpfen, was man hat, ne? Das ist eben das große Problem, was ich hier jetzt habe. Okay. Und wir müssen jetzt definitiv, das mache ich nochmal kurz, 8 Richtung Südwesten. Da müsste ich theoretisch wieder nach da unten kommen, in den letzten Ort, wo wir letzte Folge waren. Da könnten wir vielleicht Glück haben, dass wir noch was bekommen. Also hoffe ich. Ach, trocknet doch endlich, du
ihr Kacksachen, ey. Abgenutzt? Lol, das ist ein Spielfehler. Ich glaube, ich muss gleich nochmal neu joinen. Aha, aha, aha. Seht mal unten links hin. Da wollte uns das Spiel wieder verarschen. Sowas, sowas, sowas. Boah, jetzt dachte ich kurz, wo ist meine Waffe? Dabei habe ich die doch wieder eingesteckt. Ich trottel. So, hochmal scrollen. Zündkerze tun wir oben hin. Kann man auch manchmal immer gebrauchen. Ich denke mir einfach so, wo ist denn jetzt mein Zeug? Eieiei. Kolembori. Kolembori laufen jetzt hin. Also, alles wieder trocken und ja, du darfst nicht laufen. Das ist aber einer dieser Bugs in Daisy, die wohl schon immer da waren in der Standalone. Schon immer. Die wird Daisy, denke ich, auch nicht mehr rausbekommen. Diese Bugs. Ist das ein Pferd oder eine Kuh? Ich glaube, Pferde gibt es nicht, also denke ich mal, es wird eine Kuh sein. Ja, eine Muku. Also an Tiere mangelt es uns hier oben nicht. Da unten ist ja schon der Ort. Das ist ja gleich da drüben. Okay. Das ist eine tolle Sache. Ach, da drüben ist hier ein Hammer. Sind da eine Paprika. Okay, ja, brauche ich jetzt gerade nicht. Lass ich mal liegen. Für vielleicht andere Spieler. Wir laufen ja nicht nur hier. Allein rum. Was war das? Ich glaube, jetzt hat aber hier was ein anderer Spieler gemacht. Ein Seil. Toll. Was war denn das? Habt ihr es jetzt auch gehört? Hier sind aber echt viele Zombies los. Die Zombies sind los. Oh, hier hat jemand den Generator ausgeparkt. Da hüpfen wir mal hier rüber. Boah, ist auch weit gekommen, der Generator. Also Seile finden wir jetzt echt genug. Ich gehe da nicht dazwischen durch. Da wäre ich doch schön blöd. Da wäre ich jetzt schön blöd. Ich laufe mal lieber ein paar Meter weiter oben. Weil, seht mal, wie viele Zombies da plötzlich sind. Ja, genau, ne? Glaube, ich werde welk. 5 Millionen Zombies hier einfach. Oben geht's wieder hoch. 20 Minuten, ich weiß. Hakuna Matata, wir laufen dann schnell genug wieder weg. Keine Sorge. Da wird schon hoffentlich nichts passieren mit uns. Wir brauchen einen Hammer. Einen kleinen süßen Hammer. Lop. Wieder keiner mal. Ich weiß nicht, ob wir Glück haben. Da hinten könnte ich auch natürlich noch mal hinlaufen. Ein paar Meter weiter runter. Was ist das? Nein, das ist nix. Bauwagen. Könnte vielleicht auch ein Hammer manchmal drin liegen. Hier Marmeladenglas. Das unterschätzt man auch wirklich. Diese Gewächshäuser. Da ist so viel Essen meistens drin. Unglaublich. Metalldraht. Wieder komplett zudecken mit Schrott. Sollen wir da rüber schauen? Aber auf der Seite drüben sind keine Sachen. Also, da dürfte das Zeug, was wir brauchen. Also, der Hammer nicht spawnen. Ich glaube jetzt mal. Der Baucontainer interessiert mich da mal. Und das da rechts. Und dann gehen wir trotzdem mal auf die andere Seite, weil ich will nicht schwimmen. Dann können wir wieder gar nicht mehr laufen. Und das wollen wir nicht. Weil ein bisschen rennen muss ich, so wie da unten halt. Also das ist das Mindestmaß, was ich an Rennen brauche. Dann kann ich noch gut Zombies hinkommen. Alles drunter ist extrem kritisch. Ist aber verständlich, oder? Wenn man so voll beladen ist und dann auf dem Boden rumkriechen muss. Ein Helm, okay. Hätte ja sein können. Manchmal hat man da ja Glück. So, jetzt vorsichtig über die Brücke rüber. Schwimmen will ich nicht. Sonst würde ich immer rüber schwimmen. Boah, da üben haben sich auch die Büsche jetzt gerade äußerst komisch bewegt. Halb im Herzinfarkt schon wieder.
Aber das Gute ist, wir sind hier in Startregion. Also Leute mit der Ausrüstung, was wir hier haben, dürften nicht so ganz so viele rumlaufen. Mit Maschinengewehren und anderen Sachen wahrscheinlich. Aber die haben halt wahrscheinlich keine Plattweste an und. Hoffe ich. Dass wir dahingehend ein bisschen besser abgesichert sind. Da hinten im Bahnhofshäuschen könnte ein Hammer liegen. Ich bin zu dumm, dass ich den nicht mitgenommen habe. Ich dachte mir, naja, Hammer brauchen wir eh nicht. So schnell finde ich doch nichts. Ich Trottel, ey. Hätte ich den Hammer lieber gleich mal mitgenommen. Kochsalzlösung brauchen wir nicht. Polizeijacke brauchen wir auch nicht. Militärcontainer liegt Munition. Die brauchen wir sogar. Na, nee, ist Leuchtspur. Weg damit. Leuchtspur brauchen wir nicht. So ein Schrott, ey. Ist auch leer. Reifenreparatur sollte, ja. Schrotflintenkugel brauchen wir nicht. Was geht auf der Toilette ab? Reingeschissen. Lecker Schmecker. Da hinten. Da hinten können wir nochmal reinschauen. Da, in den Scheunen. Also wir haben noch ein paar Chancen. Wir haben noch ein paar Chancen, dass es fix geht. Das wäre natürlich das Beste. Weil jetzt 50 Millionen Kilometer laufen wegen einem blöden Hammer, will ich jetzt auch nicht unbedingt. Stofffetzen? Na ja, gut. Zahlenschloss. Hätte ich lieber das Zahlenschloss liegen gelassen letztens. Das wäre besser gewesen. So, ein Schott, ey. Ich will doch nur einen Hammer. Den kleinen, blöden Hammer. Denn der Hammer ist hammergeil. Ah, guten Tag. Ah, Spitzhacke. Ich habe mit ihren Kollegen schon telefoniert. Sie haben hier eine Axt im Kopf stecken. Ja, ist kritisch. Ja. Die Chancen werden kleiner. Das Militärzelt, da schauen wir auch natürlich mal rein. Da hinten vielleicht, wo die Zombies hochlaufen. Ja, mein Freund, ich schalte euch jetzt alle nach und nach aus. Ja, aus mit dir, kleiner Mann. Komm her, mein Freund. Aua! So, weg mit dir. Oh, dass gleich zwei kommen. So viele auf einmal bitte nicht, ne? So, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Gut. Wir wurden angeschlagen. Die Axt ist ein bisschen kaputt. Drücke ich mal die 7. Dann mal verbinden. Blub. Dann tauschen. Kombinieren. Axt gleich reparieren. Das ist die einzige Waffe, wo wir andauernd brauchen. Und blub. Auch ganz. Das dann muss ich mal nach da oben machen. Verbände haben wir nicht mehr so viele. Die Munition brauchen wir tatsächlich. Aber ansonsten liegt ja auch nichts. Schade, schade, Schokolade. Ist doch wieder Sonnenschein. 15 Minuten haben wir Zeit. Dann will ich einen Hammer finden. Kotz doch dahin. Guten Tag. Wenn nicht, können wir uns auch hier in der Umgebung ein bisschen noch umschauen. So, weg mit dir. Das heißt, da hinten sind auch noch überall Scheunen und anderes Gelumpe. Da könnten wir vielleicht auch noch Chance haben. Zahlenschloss. Hätte ich lieber das Zahlenschloss liegen gelassen. Ich Trottel. Ich trottel. Ein Rohr natürlich. Ja, soll ich ein paar Leitungen verlegen oder was? Schauen wir mal da hinten noch. Da laufen Zombies rum. Sind das Soldaten-Zombies? Ich glaube ja. Kommst du gleich mal her? Hallo, Herztransplantat. Kann kein Deutsch mehr. Eine Rauchbombe. Herztransplantation. Boah.
Irgendwie, das Wort schaffe ich heute nicht gescheit. So. Ist ja kaputt. Feldweste. Pilotenhelm brauchen wir nicht. Das war da und nichts weiter. Eine Rauchgranate. Ist denn hier Militärsache? Na, ob ich. Geh doch mal so hin. YOLO, rein hier. YOLO sagt heute auch zutage keiner mehr. Da habe ich noch nie, habe ich in den letzten Jahren eigentlich niemanden mehr gehört, der das sagt. YOLO. Ich kann mich erinnern, früher jeder zweite. YOLO, YOLO, YOLO. Achso, das war ein Schießplatz. Aha, deswegen. Aber heutzutage sagt das echt keiner mehr. Benzinkanister, also von der Loot-Art, was sie alles spawnt. Eigentlich eine tolle Geschichte. Was ist das? Schleifstein. Das kann ich mal mitnehmen. Schleifstein. Tolle Sache. Spar mir ein bisschen Klebeband. Ja, komm her, mein Freund. Komm her, komm her, komm her. So. Sparen wir ein bisschen Klebeband. Dann nutzen wir gleich mal den Schleifstein. Kombinieren. Ja, ja. Heul dich aus, mein Freund. Du, du, du. Blub. So. Komm's doch mal rein. Zahntherapie. Oh, stehst du mir lieber. Ja, genau. Du kannst mich dann da durchschlagen. So sehe ich aus, OP. Gut, dann schauen wir mal hier rein. Vielleicht finden wir noch kurz die Militärsache. Das ist eben das Schöne an Lifonia. Es gibt auf der ganzen Map überall ein paar... Na, jetzt läuft Spurmunition wieder nicht hingesehen, ich trottel. Auf der ganzen Map überall solche kleinen Spots hier. Und das ist eben das Schöne, das entzerrt sich alles ein bisschen. Und keiner ist so extrem overpowered oder underpowered, will ich mal sagen. Tomatenzahnpäckchen. Ja, das ist natürlich normal in so einer Anstalt hier. Was findet man? Kann, natürlich kein Maschinengewehr. Nein, nein. Tomatenzahnpäckchen. Das waren hier die ganz grünen, ne? Ai. Ja, was machen die? Werfen die das auf mich und ich explodiere dann oder was? Scheinbar. Jetzt hier einer ausgezogen. Ist ja gar nichts los. Manometer, ey. Ah, jetzt läuft uns wirklich ein bisschen die Zeit davon. Ach man, ich brauche doch nur einen Hammer. Einen Hammer. Jetzt sind wir gleich wieder da unten. Obwohl, hier hinten waren wir nicht. Wir waren ja vorhin da hinten. Hier vorne ist ja ein bisschen was anderes. Ah, nee, ich hätte ihn mitnehmen sollen. Ich trottel, dann hätten wir jetzt heute schon schön gemütlich bauen können, ohne mal da hier rumzurennen. Hätte mich vielleicht noch eine Kiste bauen können, aber vielleicht, wir brauchen eh noch Nägel. Blöd jetzt gesagt. Ah, Mann, nee, ärgerlich. Mit ganz viel Ganz viel aber. So. Schau ich mal ganz kurz. Weglegen, was für Munition. Ach, ich pack die jetzt einfach mal aus. Hopp. Das müsste... Haben wir hier normalerweise noch, oder? Ja, noch. Hätte ja auch liegen lassen können, ich Trottel. Beim nächsten Mal einfach liegen lassen. Trottel, warum nimmst du die nicht mit? Schau doch lieber gleich, Junge. Ah, hier. Liegt was in der Ecke? Messerschneide. Wow, Messerschneide. Dosensardinen lasse ich auch mal liegen. Vielleicht freut sich einer. Oder auch nicht. Je nachdem. Toll. Jetzt ist gleich der Restart und ich würde es von dem her sagen, das war's dann von dieser wunderschönen Folge DayZ. Wir haben eine kleine Grundlage erschaffen und ja. Ja, ich würde sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.